So Leute, willkommen zu diesem neuen Part von The Legend of Zelda, The Minish Cap. Wow, ich hab's mal richtig gesagt, ich bin stolz auf mich. Im letzten Part sind wir einmal, wo war das nochmal? Wie ist das Gebiet nochmal? Der Friedhof gewesen, in dem Teil der Königsfamilie, genau. Und haben da König Gustav, wie glaube ich, getroffen. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Seelawasserfall, beziehungsweise waren auch schon da. Allerdings haben wir zu viele Gegner, um da länger bleiben zu können. Denn der gute König... ehemalige Könige Gustav meinte, er gibt uns mal schnell so ein... Warum ich hoch und runter kletter, weiß ich nicht. So ein... Sandkrabbler. Ein Glücksfragment mit. Das wir brauchen werden, da hätten wir ein Herzteil. Das hätten wir uns auch schon viel eher holen können. Allerdings holen wir uns das eben einfach jetzt. Wir bekommen ein Herzteil und damit haben wir kein neues Herz. Wow, du kannst dich mal... Du bist eine Schlange, das habe ich schon erwartet. Lass mich in Ruhe. Das passiert, wenn man da reinkommt, reinfällt. Man kriegt Geld geraubt. Aua. Wie hast du mich getroffen? Du Mistviech. Oh Gott. Bisschen Abstand halten und dann draufhauen. Bis das Ding kaputt geht. Au. Wie das Ding mich immer trifft, das ist total asozial. Und ich wollte meine Maulwurfshandschuhe holen. So. Jetzt hat er aber. Und jetzt zeige ich euch mal kurz an diesen Aerostalisman. Blop, blop, blop. Dadurch wird unsere Verteidigung erhöht, leider Gottes werde ich getroffen. Mal ganz schnell. Aua. Stirb. So, jetzt sind wir ganz cool blau. Mit einer verstärkten Abwehr. Mal sehen, ob wir wieder diesen schönen Bug haben, wenn wir uns zurückverwandeln. Das wäre sehr interessant, sagen wir es mal so. Zugehen wir auch nach diesen anderen Wänden. Nach diesen anderen, ihr wisst, was ich meine. Kohle. Kohle. Sehr schön. So sieht man das doch gerne. Habe ich irgendwas vergessen? Oder ich habe jetzt gerade keinen anderen Weg gesehen gehabt, oder? Das ist doch was. Aber das oben am Wasserfall, wie komme ich da oben hin? Gott! Ich weiß es gar nicht! Wie komme ich da hin? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Hier oben lang, oder? Gut, dann muss ich mal hier oben lang gehen. Okay, das heißt, wir kommen hier schon mal nicht weiter. Wir müssen den anderen Weg gehen. Tut mir leid, ich habe es echt nicht mehr ganz im Kopf, aber wir finden den Weg schon irgendwie. Und vor allem sind wir cool, wir sind blau. Ich meine, das ist schon allein schon genug. Wir haben schon mehr erreicht, als wir eigentlich erreichen können in diesem Part. Wir sind blau. Ich meine, was will man mehr? Yeah! Waren wir schon drin, ne? Feenquelle? Feenquelle. Gut, sowas sieht man auch gerne. Ah, nee, diesmal ist kein... komischer Bug. Vielleicht lag es auch daran, dass ich Minish war oder irgendwie sowas. Oder dass du bei Broten, was auch immer. Irgendwo ran wird es schon liegen. War auf jeden Fall sehr episch. Fernzünderbomben, die haben wir auch im letzten Part erhalten. Und sind um einiges angenehmer als andere anderweitige Bomben, sage ich jetzt mal. Yay! Noch ein Herzteil. Wow, das nehme ich doch mit. Mein Herzteil, ja! Ah, hier drüben kommen wir noch nicht rein. Da ist sicher später noch was anderes versteckt. Also da kommen wir sicher zu einem von dieser Wände. Dazu später. Ich werde später nochmal ein bisschen Fragmente fallen gehen, allerdings jetzt gerade noch nicht. Ja, was für ein riesiger Wasserfall. Ein wahrhaft überwältigender Anblick. Den hast du gerade eben noch nicht gesehen, als wir dort lang geschwommen sind, aber irgendwie sieht das komisch aus, die Wand. Auf der einen Seite ist eine Einkerbung, auf der anderen Seite eine Ausstülpung. Ja, auf jeden Fall müssen wir hier unser Fragment einsetzen, damit das Tor zur Quelle mit uns vereinen kann und sich öffnet. Und da war eine Krone drauf, wie wir gesehen haben. Und damit öffnet sich das Tor. Und die Steine fallen komischerweise nicht runter. Schöne Tür. Ach so, die sogenannte Quelle ist hier. Dieser Wasserfall ist bestimmt die Wasserquelle von Hyrule. Gustav sagt ja, dass dahinter etwas liegt, was zum letzten Element führt. Lass uns anschauen, Link. Okay, ich brauche anscheinend Licht, ansonsten könnte das hier ein bisschen dunkel werden. Hier? Irgendwas? Mag ja sein, vielleicht. Lass mich doch in Ruhe. Weggesnipert. Einfach mal eiskalt mit dem Laserstrahl. So, ist wieder hoch. Mal sehen. Oh mein Gott, nein, die Viecher kenne ich noch. Die Viecher kenne ich noch. Die sind irgendwie mies gewesen. Die muss man irgendwie, glaube ich, betäuben oder so. Oder nee, man kann jetzt einfach so weg, genau. Genau da geht's durch. Und vielleicht sollte man noch vorher weggehen, bevor man anfängt, die Bombe in die Luft zu jagen. Zu sprengen und jagen, einem Satz zu sagen, ist nicht clever. So, also ein Wort zu sagen eigentlich sogar.
Ja, dunkel. Geist. Der stirbt jetzt einfach mal. Wasser? Okay, wo kommt das Wasser her? Mein Gott, du hast sicher nicht von diesem Wasserfall, oder? Herzteil oder... Wow! Sandkrabbler, was machen die hier drinne? Okay, ich erinnere mich jetzt gerade an diesen Abschnitt hier nicht mehr so ganz. Boah, du Mist-Sandkrabbler, stirb doch einfach. Hallo? Jetzt auch wieder auftauchen. Ich glaube, die sind nur eine begrenzte Anzahl davon da. Von hier kommen wir anscheinend dann nicht rüber. Oder können wir die irgendwie zur Seite schieben? Anscheinend nicht. Okay. Dann eben nicht. Oder hier oben? Nee, da kommen wir wahrscheinlich von außen hin dann später. Oder? Warte. Moment. Das geht doch irgendwie. Muss doch irgendwie gehen. Natürlich geht das, ich bin auch blind. Schon mal gesagt, dass ich blind bin. Passiert mir häufiger. Zum, 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 zum. Dreierpack. Hier müssen wir sogar lang, weil, sonst, weil, wir spät, weil ich gerade sehe, dass wir später sonst gar nicht herkämen. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da zu dritt lang? Damit ich jetzt so wegschieben kann. Aber ich denke mal, das ist sozusagen ein Rückweg. Ich gucke erstmal, was unten ist, bevor ich jetzt hier lang gehe und das hier ist irgendwie falsch. Sehe ich mir erstmal den unteren Weg an. So. Ich will immer was sehen, wenn ich wo lang gehe. Hm, komisch. Ich will erstmal wissen, was hier draußen ist. Abgesehen von diesem komischen Totenkopf. Und wow, was geht mit dir? Wie besiege ich dich? Kann ich dich einfach kaputt hauen oder muss ich dich sprengen? Ja, man kann dich einfach kaputt hauen. Sehr schön. Nein, nicht auf mich. Nicht auf mich. Nicht auf mich. Oh Gott. Ich hab gerade gesehen, da kommen so die Gegner auf mich zu, ne? Hier. Da oben werden wir nur hier rausgekommen. Moment, hä? Okay, aktivieren wir erstmal das Ding da drüben. Muss ich vielleicht mir nicht. Kann ich mir vielleicht einen Umweg sparen? Ja, ich weiß, der schreckt sich jedes Mal wieder, wenn das Ding explodiert. Und das war irgendwas von wegen Onkologina, hat er gesagt, aber pff, egal. Dann doch erst den anderen Weg von mir aus, wenn Link unbedingt meint. Oh mein Gott, böse Steine. So, da oben war noch Schatztruhe. Die wollte ich doch gerne haben. Irgendwie. So, in der Hoffnung, dass hier jetzt doch kein Geist mehr ist. Einfach mal die Lampe auslassen. Ich weiß nicht, wie man wieder zurückkommen soll nachher. Vielleicht bin ich einfach nur blind. Mag auch vorkommen. So. Blings, bling, bling, zack, zack. Voll weggedonnert. So. Eine Kiste mit 100 mysteriösen Muscheln, die wir nicht brauchen. Das heißt, der Weg war vollkommen umsonst. Und ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie ich zurückkommen soll. Arr. Du bewegst dich? Du bewegst dich? Du bewegst dich? Oh, so soll man zurückkommen. Verstehe. Dann gehen wir doch mal auf den normalen Weg zurück. Hätten sie auch einfach hochwarten können, aber nein. Warum denn? So. Gut. Sehr schön. Und dann mal weiter in der Story, ne? Ich denke, ich werde vor dem nächsten Dungeon doch erstmal noch ein bisschen Zeugs machen. Also so offscreen, nicht offscreen, was laber ich da? Nichts offscreen. So halt. Versteht ihr? Ne, so Nebenquests halt. Ganz klar. Ah, Gegner. Ja, ich hab dich enttarnt. Du kannst nichts dagegen tun. Ich hab dich auch enttarnt. Ist hier noch irgendwas, was mich interessiert? Ich sehe nämlich nur Sachen, die mich nicht interessieren. Nein. Aua. Warte, wie kann ich das? Konnte man... Nein, halt, stopp. Ich habe gerade gedacht, ich hätte einen Quickspin gemacht oder irgendwie sowas. Pff, na egal. Man bildet sich viel ein, wenn man... Meint man ist cool oder Bullshit. Nee, man bildet sich viel ein, wenn der Tag lang ist. Wenn man Ferien hat. Auf damit. Hier kriege ich keinen Schaden, wenn ich das dagegen haue. Ah, stimmt, ich kann die Bombe auch einfach zum Explodieren bringen. Ganz vergessen. Minisch! Vergesse ich sowas auch noch. Zack, gehen wir mal her. So, und wir halten... Wow, noch mehr Muscheln. Die wir nicht brauchen, tun können und so. So. Du stirbst. Und du dahinter am besten auch gleich mit. So, eiskalt von hinten eher schossen mit Laserstrahlen aus meinem Schwert. Ach, Zelda gibt so viel Sinn, das finde ich wunderbar. Gut, hier oben ist nicht viel.
gucke ich erst den Rest an. Vielleicht ist ja noch irgendwas Interessantes, man weiß ja nie. Manchmal soll es das ja auch geben. Ich glaube, ich hätte mir besser dran getan, wenn ich erst runtergegangen bin. Ich bin nicht runtergegangen. So, stirb. Wow, sind das viele Fledermäuse. Komm, flieg weiter rein. So, und jetzt du. So, gut. Wir haben, wow, Geld, das wir nicht brauchen können. Wunderbar. Das. Okay, das war der gleiche Weg wie gerade eben. Interessant. Gehen wir erstmal in den Keller noch. Ja, wir wollen erst alles erkundigen, bevor... Erkundigen ist vollkommen bescheuert falsch. Nein, erkunden. Mensch, Logik. Fuck Logic. Eines davon ist, muss doch eine Rubinschlange sein. Ist doch geahnt. Siehst du? Wow, ich dachte, dann kommt wieder. Das spawnt auf einmal eine neue. Ah, hier gibt's auch Unterwasserrubine. Cool. Hat Stil. Kohle, Kohle, die wir nicht brauchen. Gibt auch irgendwie ein Herz oder sowas? Nee, nur Kohle. Schade eigentlich. Herz wäre mir lieber gewesen. Oder Glücksfragment. Oder irgendwie was, was ich auch aufnehmen kann. Ich muss später auch noch was sein. Ich denke mal, wir müssen später nochmal herkommen. Ich habe was in eine Bombe gelegt. Boom. Boom. Das macht Spaß. Oh mein Gott, da kommt das Kind in mir durch. Okay, dann wollen wir mal weiter gucken. Ich überlege gerade, mit wem ich alles noch Fragmente vereinen kann. Denn so viele NPCs gibt es in dem Spiel jetzt auch nicht. Das ist eigentlich sogar noch eine überschaubare Anzahl. Hallo du. Hallo Megarone. Der will nicht. Okay, von mir aus. Was ist das? Ein großer Wirbelwind. Hier kommt man wohl nicht weiter. Was sollen wir nur machen? Einfach reingehen? Der Grund. Oh, oh. Über den Wolken. Bei dem. Ich lebe noch. Link, du Wagemut. Wagemut hat auch seine Grenzen. Stürzt sich einfach in den Wirbelsturm. Das hätte seine sein können. So etwas. Deine Waghalsigkeit hat sich offenbar noch doch gelohnt. Hier ist ja am Ende. Oh Gott, das wäre die Welt über den Wolken. Hier muss es etwas geben, was zum Element führt. Suchen wir danach. Hey, du. Willst Fragmente fallen? Cool. Da bin ich doch dabei. Cirrus. Oder wie auch immer man diesen Namen aussprechen soll. Die Welt über den Wolken war ziemlich cool, muss ich sagen. Wenn ich mich recht entsinne. Da ist es eine Schatztruhe, glaube ich, oder? Oder ein Gegner. Oh nein, ein goldener Hüpfer. Diese Messi-Dinger. Da kommt man nie ohne Schaden raus. Nee, was Gutes war da sicher nicht. Hier sind Wolken. Ich nehme mal ganz kurz was anderes, ansonsten lege ich die ganze Zeit die Items durch die Gegend, also Bomben weg. Hey du, willst du auch ein Fragment vereinen? Da bin ich mit dabei! Habe ich sogar das Fragment, sehr schön. Stratos. Nicht Stratos City, sondern Stratos. Ah, da findet sich jetzt das Ding. Da waren wir gerade eben erst. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach wieder runterspringen soll, kurz und das noch machen soll. Pass mal weg zusammen, vielleicht passiert was Gutes, ja. Wir sehen da unten goldene Fragmente. Das heißt, wir wissen mehr oder weniger, was wir zu tun haben. Nochmal zu Gustav zurückrennen und noch ein goldenes Fragment holen. Nein, natürlich nicht. Wir wollen Fragmente finden. Hallo, Gorone. Gorone ist cool. Macht so coole Geräusche. Zurück zu der Höhle. Ja, ich dachte, wenn wir gerade hier in der Nähe sind, können wir da auch gerade mal vorbeilaufen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ja. Also, was ist das? Warum funktioniert das nicht? Na, okay. Gehen wir mal zu der Höhle hinter. Ich will da rein. Ein Herzteil! Sehr schön! Herzteil erhalten! Jetzt hast du mehr Herzteile. Noch zwei, ne? Müssten wir jetzt brauchen. Und dann haben wir einen neuen Herzcontainer. Damit können wir auch super leben. So. Dann wieder nach oben. Ja, es gibt schon noch einiges zu entdecken. Man denkt immer, ja, wir haben jetzt schon so viel und so. Ja, wir haben von der Story her recht viel, aber es fehlt immer noch so ein paar Kleinigkeiten. Seelerquelle, hallo. Da oben ist auch ein Eingang. Kann man nicht über den Wasserfall irgendwie rein? Das wäre auch cool. Wieder über den Wolken zurück. Bei der epischen Melodie. Sehr schön. Ach, stimmt, hier ging es ja immer hoch und runter, ich erinnere mich.
Da brauchen wir die Maushandschuhe. Da kann man sich nämlich hier durchbuddeln. Das hier war sehr unübersichtlich, muss ich sagen. Allerdings war es auch sehr cool. Mir gefällt die Gegend hier ziemlich gut. Schön, dass ich da nicht rein kann. Das weiß ich jetzt auch. Nee, mir gefällt diese Gegend hier wirklich sehr gut. Die ist echt schön gestaltet worden. Wenn es auch ein bisschen kompliziert sein kann. Au! Dankeschön, dass du mich da reinschubst. Voll Idiot. So, nochmal runter. Komm her. Komm, du kriegst mich nicht, ey. Ich bin zu dumm, die zu treffen, ganz ehrlich. Das sind die Wolken-Piranha oder wie auch immer die heißen. So, stirb. Geld, das brauchen wir auch nicht. Hier gibt es auf jeden Fall, ich glaube, 3 oder 4 oder 5 Fragmente zu finden, die wir dann auch vereinen müssen hier irgendwo über den Wolken. Und ich glaube, das schaffen wir nicht mehr in diesem Part. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, weil das ist ziemlich umständlich. Aufständig? Was? Ziemlich umständlich. Das dauert ziemlich lange, das alles zu schaffen. Aber ein rotes Glücksfragment. Hier kann man, glaube ich, sogar Sachen drin finden dann. Also man kann hier auch rote Glücksfragmente drunter finden, nicht nur grün anscheinend. Hier irgendwas Interessantes. Da ist nur eine Stelle zum Vereinen, allerdings kein Fragment. Ja, wir sehen schon. Was steht da? Wundersame Wolke. Wir müssen nämlich die Fragmente erstmal finden, die goldenen. Die befinden sich irgendwo hier oben. Das System hatten wir auch schon mal, dass wir hier durch die Gegend fliegen können mit Ezillo als, naja. Gleitschirm? Halt! Ach, ich dachte schon, ich könnte sie auf dem Ding landen. Ach, der fehlende Tiefeneffekt ist bei dem Spiel manchmal echt störend. So, halt, ich will, glaube ich, doch erstmal da unten reingucken. So, hier unten bitte einmal runter. Genau, hier muss man, glaube ich, alle Gegner besiegen, weil dann erscheint der Wirbelwind nochmal und dann bekommt man auch eins dieser Fragmente. Alter, der ist runtergesprungen, auch clever. So, und jetzt löst sich dieser Wolke auf und da ist ein Fragment. Die haben alle verschiedene Formen, glaube ich. Diese 5 oder 4 oder 3 oder was auch immer. Wir haben schon 2? Moment, wollen wir das erste herbekommen? Wollen wir das erste herbekommen? Hä? Da kann ich mich jetzt aber beim besten Willen nicht mehr erinnern. Warte, ich fliege mal kurz zurück, weil das war das von da drüben. Und die Dinger nachher zu finden, können anstrengend sein. Da kann ich mich nämlich noch dran erinnern, dass ich da immer eine halbe Ewigkeit gesucht habe. Bis ich die blöden Stellen wieder gefunden habe, wo man da vereinen muss. Also mal jetzt schnell machen. Ich glaube, das müsstest du sein. Genau, die dürfte ich schon haben. Das ist natürlich falsch. Ich wollte nicht das weiter unten nehmen. So. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Wir sehen, das Wirbelschirm drauf. Und damit. Zack. Dreht sich das Ding. Perfekt. Dum, dum, dum. Dum. Ja, schön. Die Melodie ist so geil hier oben. Das kommt einem so richtig episch rüber. Kommt einfach mal echt episch rüber. Hier drüben geht's auch noch weiter. Moment, da komm ich doch her. Halt, stopp, nein! Haben wir hier schon was? Boah, Stück auf. Nö. Das passt nicht. Und wieder nach oben. Das führt zurück in den Anfang. Das ist schon mal eingeprägt. Gut. Sehr schön. Hier geht's weiter. Ja, der arme Ezillo und der arme Link, bei dem muss schon echt schwindelig sein mittlerweile. So, einmal hier durchgraben. Graben? Krabbeln? Graben! Mensch, deutsche Sprache. Nur weil Ferien sind, muss das nicht bedeuten, dass ich hier gleich meine deutschen Erkenntnisse vernachlässigen muss. So. Wow, es ist hier weit. Das ist echt großräumig. Das Areal hier. Dass der Game Boy Advance es geschafft hat, ist irgendwie schon verwunderlich. Ich Buddha mich mal gerade hier durch, genau. Mal ein bisschen Buddha drauf. Und, hier unten irgendwas? Hier ist auf jeden Fall ein Wirbel, der wieder rausfehlen würde, theoretisch. Was hast du hier zu suchen? Das bringt überhaupt nichts. Hier ist doch überhaupt nichts. Nee. So und so. So schön. Was? Nee, darauf habe ich keinen Bock. Ah!
Haben wir da für einen Boomerang oder so, mit dem wir den platt machen können? Oder eine Bombe? Tschüss. Fernwaffe, ganz einfach. Du, haben wir dich schon? Nein, haben wir nicht. Daneben nicht. Der Lucky Two Abklatsch da wollte mal kurz eine ins Gesicht bekommen. So wie er uns den Weg versperrt hat. Und ich habe meinen Timer nicht offen. Aber ich kann hier etwa noch absehen, wie lange wir noch Zeit haben. Ist hier, gut sichtbar. Sag es mal so. Bewind. Dünn, 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 Kiste, Gepär. Ah, stimmt, die sind in den Kisten drin. Daher hatte ich das davor. Pff, was war denn das für eins? Das könnte sogar das von gerade eben gewesen sein. Trotzdem wollte ich hier nochmal kurz mein Item wieder haben. So, so, so. Hier noch irgendwas? Ich muss sowieso muscheln. Und hier durch, hier durch, hier durch. Nochmal mysteriöse Muscheln. Wer hätte das erwartet, ey? Das vielleicht ein Glücksfragment oder so, dass man hier auch brauchen kann. Das meinte ich eigentlich nicht, aber okay. Cool. So, lass mich mal hier durch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du das hier von dem hier bist. Dum, 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 dum. Einfach mal hier reinfallen lassen. Und ist der. Was? Wow, ich habe genau das Ding getroffen. Ich bin nämlich genau in die Mitte reingesprungen. Muss man das mal schaffen? Nicht schlecht. Aber wenigstens haben sie bedacht, dass wenn man mittig reinfällt, dass man auch mittig rauskommt. Passt das hier? Perfekt, das passt. Und damit dürfte sich jetzt das zweite Windrad zu drehen beginnen, anfangen. Genau. 2 aus 5, also gibt es hier 5 Altare, sage ich jetzt mal. Was ist die Mehrzahl von Altar? Altare, Altäre, ich habe keine Ahnung. Schaut mal in die Kommentare, was ist die Messer von Altar? Also nicht von Aldar, sondern von Altar. Also schon grammatikalisch deutsch richtig, ne? Und nicht irgendwie so eine Gangster-Möchtegern-Sprache. Ich würde gerne hoch, bevor das Ding wieder aufhört zu wirken. So. Muscheln. So, hopp, hopp, hopp. Hier scheint mir nichts zu sein. Dupadu, dupadam, bam. Darunter bitte, jetzt. Okay. So. Au. Ich renne aber auch absichtlich daran, habe ich das Gefühl. Spinn doch mal einen Abgrund, das war lustig. So, weg. Kohle für mich und da oben ist es sicher. Oh, Gottes Willen. Noch so ein komischer Lucky Two. Verschnitt. Tschüss. Oh, I love this Fernzünderbomben. Ah, die haben wir doch auch schon. Sieht doch mal einen an. Die beiden Fragmente passen perfekt. Perfekto. Gut, damit dreht sich Windrad Nummer 3 auch schon. Man kann schon fast denken, was passiert, wenn man alle 5 Windräder aktiviert hat. Das hier ist nur ein Übergang. Lass mich kurz da runterfallen. Hm. Au. Mist, wie ich. Die sind immer irgendwie asozial zu besiegen, hatte ich immer das Gefühl. Tschüss. Sie sind. Es ist machbar, so ist es nicht. Aber sie sind asozial, habe ich immer das Gefühl gehabt. Ja, komm, noch einmal. Komm raus da. Kassier einfach, bitte. Danke. Und da haben wir das nächste Glücksfragment. Nummer 4. Also, es fehlt noch ein Glücksfragment und, ein Altar, bei dem wir nicht wissen, wo er ist. Hä, warum ist die hier schon weggemacht? Hm. Gehen wir mal zurück, weil da war ja noch ein zweiter Event. Ich will mal gerne wissen, wo der hinführt. Bevor ich jetzt hier irgendwie viel zu weit renne und dann hat das überhaupt keinen Sinn. Kennt man ja. Passiert ja mal gerne. Wir schaffen mehr als ich dachte. Ich dachte, wir kommen gar nicht mal so weit. Ich dachte, wir finden ein Fragment oder 2 Fragmente und dann ist wieder gut. Aber anscheinend ist es eben doch mehr. Und dann haben wir auch schon das letzte Glücksfragment gefunden, das letzte goldene. Das heißt, wir brauchen an sich nur noch den letzten Altar und dann blaues Glücksfragment. Sehr schön. Oh mein Gott, was runtergeflogen. Den letzten Altar noch und dann haben wir hier auch schon alles. Dann können wir nämlich weiter, theoretisch schon zum nächsten Dungeon meines Wissens. Vielleicht tausche ich mich jetzt auch. Kann natürlich auch sein. Aber meines Wissens müsste es so sein. Mal sehen, ob wir den jetzt schon machen werden. Dum, 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 dum. Epische Melodie. Dum, 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 dum.
Hier ist eine mysteriöse Muschel, beziehungsweise 50 Stück davon, die leider nicht brauchen können. Gibt's hier noch irgendwo irgendwas, was mit einem Altar ähnlich sieht? Nein, aber noch ein Boden. Wow, Kollege, das war beinahe clever. Drüben haben wir aber, glaube ich, auch noch nicht. Habe ich jetzt so ein Gefühl. Kann auch sein, dass ich mich gerade täusche. Hier unten. Da ist der letzte Altar, sieh mal einer an. Also der vorletzte eigentlich, aber eigentlich auch wiederum der letzte. Da muss man so, der allerletzte ist der am Anfang. Den wir haben wir aber schon gefunden. Also der letzte, der noch nicht gefunden war. Und nur noch ein Windrad fehlt. Dann können wir auch weiter. Das heißt, irgendwie zurück zum Anfang. Wie auch immer wir das schaffen wollen. Oh yeah. Aber man hat das Gefühl, dass das schwierig werden könnte. Da sieht man wieder diesen 3D-Effekt, bei dem man sich denkt so, warum? Nintendo, es geht besser. So, hier oben ist auch sicher irgendeine Abkürzung, mit der man da hinkommen kann. Nein, das ist natürlich der Umweg hier. So, hopp. Und hier lang, einmal um das Ding rum. Ja, den würde ich gerne mitnehmen, ansonsten stöße ich hier gleich ab. Voll in die Mitte rein. Oder auch nicht. Weil ich in der Luft irgendwie abgerutscht bin. Von mir aus. Hier auch für einen. Und der sollte passen. Schon mal aufgefallen, dass zwei von den, von den fünf Fragmenten, zwei gleich aussahen. Also, das ist irgendwie schwer zu erklären, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Ich versuche es gerade noch euch beizubringen, bevor ich da hochgehe. Wir haben fünf Fragmente und davon sahen zwei gleich aus, dann nochmal zwei gleich aus und eins sah anders aus, sozusagen. Das heißt, das war sogar optional, wir hätten auch schon eher herkommen können und das andere dann zum Schluss machen können. Und damit sind wir über den Wolken und hier oben haben wir sogar noch ein Windmal. Träger des heiligen Macht, des Windes, Flügelbögen, die nur noch dich tragen. Na, schwer, Windmal, ein weiterer Ort, in den du mit der Ocarina reichst. Jo, ganz genau. Wer hat denn nur hier oben dieses Gebäude errichtet? Link, vielleicht kann er uns hier jemand etwas über das Element sagen. Mal sehen, vielleicht haben wir hier irgendwas Interessantes. Hier waren wir doch schon mal, das kommt mir doch bekannt vor. Guck mal, das Ei! Gott! Ah, du bist doch Link! Du hast von der Durchsiege zu uns kamst. Was? Weißt du wahrscheinlich nicht, dass das die Zuflucht unseres Volkes ist? Wir waren über dem Palast des Windes, dort ruht das Windelement. Aha! Ah, du bist es. Ich dachte schon, dass wir nie wieder nach Hause zurückkehren könnten. Aber du hast uns gerettet, indem wir Fragmente vereint hast. Wenn du etwas willst, wenn du etwas suchst, frag doch mal die Älteste im fünften Stock. Sie kennt den. Ja, okay. Fünfter Stock! Aber vorher wollen wir nochmal zum Opa Gasto, der ja, der kranke Kelly da war, oder hieß der Gasto? Ich weiß es gar nicht mehr. Den wir ja gerettet haben von diesem komischen Geist. Und mittlerweile scheint er mir wieder fit zu sein. Na, vorher will ich hier aber noch mit die Fragmente vereinen. So, irgendwas Interessantes dabei oder nur Schwachsinn. Kann nämlich beides gut sein. Und hier ist ein Schatzko, würde ich sagen. Neben dem hübschen Käfer, der meint hier rumspringen zu müssen. So, hi du. Ah, du bist auch Link. Danke für deine Hilfe. Ich habe etwas Gutes gefunden. Und das für dich verwahrt. Bitteschön. Lichtbogen erhalten, Pfeile mit der Kraft des heiligen Lichts. Aha, jetzt haben wir ein neues Item. Und zwar haben wir den alten Bogen jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt den Lichtbogen, den können wir aufladen. Bling, pchang. Und der ist natürlich stärker. Wenn wir Opa Gasto nicht vorher mit diesem Siegel da gerettet hätten, ne? Dann sagen wir mal so. Dann wären wir jetzt hier nicht weiter. Dann hätten wir es jetzt nicht bekommen. Das wäre nämlich dann einfach ein Item, das man nicht bekommen kann. Also es ist sozusagen ein, Event-Breaking-Glitch. Event-Breaking-Bug oder so. Ach komm, Leute, die Gegner. Ich will lieber ein paar coole Sachen haben, die man auch gebrauchen kann. Die geben nur Geld, wenn man sie besiegt. Ah, ja. Ui. Glücksfragment. Wie sie alle vereinen wollen. Glücksfragment. Lass mich raten, Glücksfragment. Glücksfragment, yay. Auf jeden Fall sehr cool, dass wir den Lichtbogen haben. Das wollte ich auf jeden Fall mitnehmen, weil den sonst... Hätten wir den halt verpasst und das wäre irgendwie doof gewesen, weil ich finde das irgendwie uncool, wenn man den verpasst. So, und zack. Und hopp. Hey, Ältester. Der Älteste. Was steht da? Vortexa, okay.
So, hier, verein mit dir. Ich vereine mit dir und was gibt mir das? Irgendwas Cooles, bitte. Das könnte was Cooles sein. Nein, ist nichts Cooles. Ich dachte, da kommt was Cooleres bei raus. Allerdings nicht. Nö. Aber perfekt, bestimmt passiert etwas Gutes. So, Glücksfragment und noch ein Glücksfragment. Glücksfragment, wahrscheinlich. Hallo, wer bist du denn? Sei gegrüßt, wir sind das Volk des Windes. Vor langer Zeit stiegen wir auf zum Himmel und nahmen den Palast des Windes mit uns. Zurück blieb das, was ihr die Ruine des Windes nennt. Wir sehen, was da unten geschieht, denn der Wind erzählt uns, was er sieht. Ein kleines Kind sucht die Elemente, um die Prinzessin zu retten. Auch das Vati Böses tut, hat uns der Wind zugetragen. Das Windelement befindet sich im Palast des Windes über uns. Ist das heilige Schwert vollkommen, öffnet er sich Vatis Weg zum Force. So heißt es in den Legenden, die das Volk des Windes kennt. Gib Acht, wenn du alle vier Elemente auf das Schwert übertragen hast und so das heilige Schwert entstanden ist. Es ist möglich, dass auch Vati davon weiß und auf den entscheidenden Moment wartet. Menschen dürfen unseren Palast eigentlich nicht betreten. Doch bei dir machen wir eine Ausnahme. Geh nur hinauf aufs Dach. Okay, cool. Hi du. Ich darf da hoch, hat der alte einen gesagt. Gehst du zum Palast? Wenn ich groß bin, traue ich mich vielleicht an den Palast zu erforschen. Okay, jetzt können wir nämlich hier durch. Allerdings, Leute, ich würde sagen, was wir da oben... Oder gehen wir noch kurz hoch. Ah, okay, ich glaube, hier können wir nämlich dann schon hochgehen. Genau, dann den Wirbelwind rein. Wir gehen in den nächsten Dungeon, ne? Allerdings, was uns dort erwartet, werden wir vielleicht im nächsten Part sehen. Vielleicht allerdings auch erst... Wobei, wahrscheinlich im nächsten Part, ja. Denn, dann werde ich im übernächsten Part dann... Oder nach dem Dungeon werde ich dann noch ein bisschen nebenquesten, bevor es dann in den finalen Fight geht. Ich würde sagen, das war's ja für diesen Part von Zelda The Minish Cap. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn's in den Palast des Windes geht. Bis dahin und ciao!